Mit dem Rohstoff Holz zu bauen, stand für uns eigentlich nie zur Diskussion, aus zwei Gründen. Der erste Grund, das Thema Nachhaltigkeit. Also es gibt keinen besseren Rohstoff, der CO2 so speichert und entsprechend nachhaltig nachwächst. Und das ist natürlich schon ein sehr gutes Grundgefühl, einmal ein Gebäude zu errichten. Und der zweite Grund ist die Atmosphäre in einem Gebäude. Wenn man in ein Holzhaus geht oder in ein Bürogebäude, das was aus Holz ist, ganz egal, hat das gleich eine ganz andere Atmosphäre wie mit einem anderen Rohstoff. Und das macht ganz speziell das Holz auch aus, weil es freundlich, angenehm und einfach ein schönes Gefühl mit sich bringt. Mit der Firma Sonnleitner zu bauen, stand auch nie zur Diskussion, auch aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund dabei war die ganze Abwicklung. Also von A bis Z, von der ganzen Planungsphase über den Bau bis hin zu danach, wenn das Haus schon gebaut wurde oder das Büro gebaut wurde, wo immer die Unterstützung da war und der Support und das immer ein tolles Miteinander war und man gegenseitig sich ausgetauscht hat. Der eine hat den anderen eine Idee gegeben und so war das ein schönes gemeinsames Projekt und jedes einzelne Gebäude, sei es unser Bürogebäude, sei es unsere Akademie, sei es unser Backhaus, also wir haben ja schon ganz viel mit der Firma Sonnleitner gebaut und jedes Projekt war ganz besonders und da war ein wesentlicher Grund die ganzen Mitarbeiter und die mitwirkenden Personen, die was das zu was ganz Besonderem gemacht haben.